Ich liebe eh alle. Und zu meiner Kindheit habe ich auch so gern Chip und Chap. Oh ja. Chip und Chap. Ritter des Rechts. Die fand ich immer richtig cool, Mann. So, Leute. Abfahrt. Drei Dinge, die wirklich jeder kann, außer ich. Drittens, einen Handstand. Ich weiß nicht, warum manche Menschen mehr Zeit kopfüber als normal verbringen. Also, ich kann tatsächlich einen Handstand, allerdings nur für so eine Millisekunde. Ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie damit so rumlaufen kann. Nein, weiß ich wie nicht. Und warum die das 3 Stunden halten können. Ja, ja, genau. Und Überfluss dann noch anfangen, auf ihren Händen zu laufen, ohne sich damit für die nächste Notaufnahme zu qualifizieren. Ich bin da raus. Zweitens, Englisch. Ich habe zwar mein Abitur mit einer 3 ein paar zerquetschten Nachkommastellen bestanden, aber sobald mir ein englischer Lord über den Weg läuft, ich frage, would you mind to give me some hot water? For my delicious tea. Dann weiß ich nicht mehr, ob der Kollege Stürsche mir gerade eine Versicherung verkaufen will oder mich gerade ausrauben will. Erstens, wenig Schlaf. Wenn ich nicht meine 10 Stunden Schlaf bekomme und vor 13 Uhr aufgeweckt werde, werde ich direkt zum TikTok NPCs. Also, ja, so krass ist es bei mir nicht, aber es ist tatsächlich, ich brauche schon meinen Schlaf. Ansonsten bin ich echt völlig destroyed. Ihr kennt die Folgen, Leute. Im Grunde genommen jede Folge in den letzten paar Monaten. Und zwar in Real Life. Danke für die Rose. Bitte nicht. Was? Hallo, mein Gott, hier sind auch Fahrradfahrer, Mensch, wirklich. Ja, bei jeder Fahrradtour gibt es mindestens einmal Beef. Irgendwer meckert immer. Egal, ob man angemeckert wird oder selber meckert. Immer was los, Junge. Einfach die Luft. Viel gesünder. Mhm. Huhu, Erika. Ja, was haben wir denn da Feines? Oh, lecker. Was hast du denn da? Ja, ein bisschen frisch geschnippeltes Obst und Gemüse, Mensch. Mhm. Oh, köstlich. Oh, guck mal, Wolle. Was denn? Schon 13,7 Kilometer. Ist ja auch mit dem E-Bike. Nur die 20 machen wir heute noch voll. Vor allem 13 mit dem E-Bike oder auch mit dem Fahrrad ist ja echt nicht viel. Also, das sag ja selbst ich, der jetzt kein Fahrradpro ist. Also, Mensch, die haben doch. Also, ich darf nicht. Ja, es gibt immer Beef, Junge. Es ist letztlich so, wie sagt man, das Gesetz des Dschungels. Fußgänger meckern über Fahrradfahrer, Fahrradfahrer meckern über Autofahrer, Autofahrer meckern über Fußgänger und Fahrradfahrer. Es wird eigentlich immer nur gemeckert im Straßenverkehr. Ist doch genügend Platz auf der Fahrbahn. Mensch, gehen Sie aus dem Weg. Nee, also die spinnen doch wirklich. Wolle, langsam hier ist rechts vor links, Mensch. Von dem Sattel tut mir auch ein ganzer Arsch weh. Wirklich, da braucht man mal so einen Sattel. Ja, das ist tatsächlich so. Egal, was ich mache, vielleicht ist es auch so Gewöhnungssache und man muss gefühlt so jeden Tag 100 Kilometer ballern. Aber nach einer ausgedehnten Fahrradtour tut mein Arsch weh. Ich habe allerdings auch nicht so einen super gegelten Supersattel, sondern meiner ist mehr so knochenhart. Weil es gehört halt zu so einem relativ leichten Bike. Und ich habe schon so eine Fahrradhose, die gepolstert ist, aber der Arsch tut weh, Mann. Mensch, Wolle, das ist deine Schuld. Du hast mir den Sattel viel zu hoch eingestellt. Guck mal, da ist mein Becken, da, nicht da oben. Also ich glaube, ich sehe nicht richtig. Wolle, jetzt guck dir das mal an, da schmeißt einfach einer eine Plastik. Das kotzt mich tatsächlich an. Als Kind hat mich das null interessiert, aber als Erwachsener denke ich mittlerweile, Alter, was für ein Assi muss man sein, um seinen Müll irgendwo in die schöne Natur zu werfen? Was soll denn der Mist? Hier oben. Das nehmen wir mit. Ja gut, mitnehmen, ich will jetzt auch nicht unbedingt den vollgeschlötzten Scheiß von irgendeiner Person mitnehmen, wo die vielleicht reingekackt hat. Poletto war's. Ja, aber ich will das ja nicht so weit aufreißen. Ah ja, und da in die Mitte. Das habe ich mal ausprobiert, das funktioniert. Ach so, mit zwei. Ach so. Aber das habe ich bei diesen Snack-Dingern noch nie gesehen, dass man da die Sachen rausdrücken kann. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das bei allen so ist. Kannst du sehen, unter welchem Hütchen der Ball ist? Oh. Dieses Rätsel wurde mit Schwierigkeit... Ah, warte. Ich hab mich schon verloren. Ist er rechts? Extrem betitelt. Und ich mache es jetzt auch zum ersten Mal. Ich muss mich konzentrieren wie ihr. Mal sehen. Wir müssen die ganze Zeit mit unseren Augen auf dem Hütchen bleiben, bis es... Oh, wow. Ich glaube, meine Augen brennen. Ich darf nicht blinzeln. Ich glaube, ich hab's noch. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß noch, wo der Ball ist. Da. Ja. Hä? Oh, könnt ihr jetzt bitte anhalten? Alter, wie lange geht das noch? Ich dachte, wir haben es schon geschafft. Es wurde eben kurz ein bisschen langsamer. Oh! Ich würde sagen, ganz links. Weiß ich's noch? Okay, macht mal einen Double Tap auf den Screen, wo ihr denkt, dass der Ball drunter ist. Ich sag ganz links. Und wir schauen mal. Oh. Scheiße.
Oh Mann. So Leute, ich bin heute in wer ist da? Das ist wieder der komische. Holland und in Holland. Aber ich meine den Typen unten. Das ist eine alte Tradition, mit so Stöcken über Flüsse zu schwimmen. Stimmt, ich glaube, Paul sah danach aus wie Junge. Das Wasser ist so richtiges Brackwasser. Deswegen habe ich mir dieses Ding jetzt hier besorgt. So wirklich dirty. Das ist ja so geil. Schönen Anlauf nehmen. Los, Junge, komm! Und? Ja, guck da! Das, was ich meinte, Alter. Brackig. Junge, was ist mit ihm los? Alter, das ist... Aber ich frag mich, was ist das für ein Siff? Alter, das Wasser ist ja extra siffig. Ich bin voll ins Wasser gefallen. Das Wasser ist echt sau. Hat man da gerade selbst seinen Kameramann gehört, der gelacht hat? Oh, eklig. Wenigstens steckt der Stock gerade. Da kann man ein bisschen... Oha. Was Positives von mitnehmen, aber ich muss jetzt duschen. Ja, aber auch zweimal am besten. Ja, vielleicht auch dreimal. So, ihr kleinen Döner mit Tomaten, die letzten 2 Jahre waren bodenlos. Schüler in 2020. Los. Daher gehen wir das Ganze ganz ruhig an, ne? Wie ist dein Name? Was? Oha! Ich heiße... Ach du Heilige, der nächste Name bitte. Mein Name ist Pessi und ich liebe Fußball. Oh, das ist cool. Glaubt ihr, dass in 2050 die Leute noch über Messi und Ronaldo reden? Oder gibt es da irgendwelche, da gibt es dann weitere Topstars? Weil klar, die haben Legendenstatus, pipapo. Aber Junge, es redet ja auch heutzutage, redet eher noch so meine Generation von, keine Ahnung, R9. Sü, was ist? Wie, was ist? Ja, was? Ist hier der, welches Kind ohne Milch zu Hause ist am frechesten Contest oder was? Sie haben mich doch gerufen? Oh ey, ich schwöre, es gibt tausendprozentig Leute, die ihr Kind Sü genannt haben. Ich heiße Sü. Was? Gibt es hier nicht ein Kind mit einem normalen Namen, zum Beispiel Mark Forster oder Ibrahim el-Bahta Mohammed el-Mustafa? Herr Lehrer, ich bin hungrig. Dann geh was essen, eine Gurke oder so. Nein, das ist mein Name. Das war's, ich gehe zur Therapie. Ich frage mich, wie Schule in 2052 wirklich ist. Ob es mal irgendwie bis dahin so eine Reform gab. Es gibt ein neues Easter Egg in Minecraft und irgendwie redet niemand darüber. Mit der aktuellsten Bedrock Preview wurden insgesamt 5 weitere Gemälde in das Spiel hinzugefügt. Ja, aber Gemälde sind ja auch nicht cool. Da wäre einmal Humble, Baruch, Prairie Horse, Mediative und Unpack. Letzteres zeigt hierbei eine Landschaft aus einer älteren Version und sollte vor allem den OG-Spielern bekannt sein. Bis zur 1.13.2 konnte man dieses Bild damals noch in den Files unter pack.png bekannt als Icon für das Standard-Resource-Pack und im Server-Menü finden. Da Minecraft-Spieler verrückt sind, haben es sich ein paar Menschen zur Aufgabe gemacht, genau diese Location ausfindig zu machen und das mit vollem Erfolg. Nach mehreren Jahren und viel Blut, Schweiß und Tränen hatten sie endlich den Seed und die Koordinaten, an denen dieser Screenshot aufgenommen wurde. Als Anerkennung für ihre Mühe hat Mojang jetzt also dieses legendäre Bild als Painting hinzugefügt und erinnert mit dem passenden Namen immer heftig an diese Geschichte. Junge, wie geil. Das ist die längste Rolltreppe der Welt und natürlich bin ich sie hochgefahren. Sie startet in der tiefsten U-Bahn-Station der Welt, nämlich in der Station Hongyangkun. Auch diese liegt natürlich in der wohl wahrscheinlich verrücktesten Stadt der Welt, in Chongqing. Habe ich noch nie von gehört. Die chinesische Stadt übertrifft auf jeden Fall alles, was ich bisher gesehen habe. Aber warte, ist Chongqing diese Stadt, die so auf vielen Ebenen ist? Und ich habe mittlerweile schon echt viel gesehen. Nicht nur, dass die Rolltreppe super lang ist, sie ist auch noch extrem steil. Obwohl, das sah jetzt gar nicht so lang aus. Sich wirklich so angefühlt, als würde man vom Erdkern... Ah, okay, da gibt es noch eine, okay. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat und vor allem, wie lange es sich angefühlt hat. Wenn mir das zu lange dauert, fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich denn da die ganze Zeit stehen bleibe. So wie ich das gesehen habe, machen das aber alle Locals so und das liegt ganz einfach daran, dass die Treppe zu lang ist. Wenn man anfangen würde, die Treppe mit hochzusteigen, wäre man eben nach 3 Treppen kaputt. Und wie ihr vielleicht jetzt schon erahnen konntet, sind es eben einfach deutlich, deutlich mehr als 3 Treppen. Junge, wie viele? Irgendwann wurde mir sogar das Stehen zu anstrengend und deswegen habe ich mich kurz hingesetzt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon bereut, das Video aufzunehmen, denn für euch ging das Ganze jetzt schon relativ schnell, aber bei mir waren es einfach 8 Minuten auf dieser Treppe. Deswegen war ich umso froher, als ich hier so langsam das Tageslicht gesehen habe. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo man am Ende dieser Treppe rauskommt. Wir haben ganze 106 Meter hinter uns gelegt und sind jetzt auf einem Berg gelandet. Dass ich von hier aus lieber ein Taxi genommen habe, könnt ihr, glaube ich, verstehen. Alter, aber warum ist es einfach nicht möglich, so eine lange Treppe zu machen? Gut, ist halt scheiße, wenn die kaputt geht. Wie lange dauert es, mein Handy mit diesem Solarbums zu laden? Boah. Tage? Das sieht aus wie einfach nur schwarze Folie. Ich bin ja mal gespannt. Hier hat das so USB-Stecker, sieht man die? Also mein normales Kabel kann da schon mal nicht dran. Aber ich habe noch so ein altes Ding gefunden. Hier draußen knallt ordentlich die Sonne. Mal schauen, wie viel das bringt. Einfach hier hinlegen und Handy dran. Und es lädt mit 1,2 Volt. Nach 10 Minuten hat mein Handy 8% geladen. Oha. Es braucht also 2 Stunden, um es komplett zu laden. Kommentiert mal euren aktuellen Akkustand. Ey, das ist ja mega geil. Ich meine, wenn du so unterwegs bist, klar. Das ist wie immer mit Solar. Wenn halt keine Sonne am Start ist, dann ist ein bisschen blöd. Aber krass.
wie sehr ich das unterschätzt habe. Ich dachte halt, okay, das ist vielleicht auch irgendeine Billigmadde, die hat dann vielleicht nur 10% Kraft. Sick. Hier ist dein Zeugnis. Alter, ich will mir das nicht ansehen, aber irgendwann, da muss ich es mir ansehen. Spätestens, wenn meine Eltern das Ding sehen wollen. Alles gut? Ich habe nur eine 2+ in Mathe. Okay, ich schau da jetzt einfach drauf und hoffentlich ist da keine 5 auf diesem Zettel. Du hast das Klassenziel nicht erreicht und deine Versetzung ist gefährdet. Oh nein. Außerdem bist du ein Goofy, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Versetzung gefährdet. Hatte ich einmal. Das war, als meine Eltern sich getrennt haben. Krasse Tricks von Spieleentwicklern. In Skyrim gibt es einen geheimen Ort, wo tote NPCs gelagert werden. Sie konnten nicht einfach gelöscht werden, weil sonst angeblich Teile des Codes nicht funktionierten. Die Raumschiffe in Warframe bewegen sich in Wirklichkeit gar nicht, sondern alles um sie herum. Der Grund ist, dass die Physik im Weltraum viel zu kompliziert zu berechnen wäre. Als ob. Junge, aber das mit diesem NPC-Raum ist geil. Junge, jeder kommt einfach. Ah, bist auch da? Ja, ja. Ich habe im Disneyland für knapp 200 Euro eingekauft. Zuerst habe ich für meine Oma Schokolade gekauft. Und ratet mal, wie viel die gekostet hat. Boah, 17 Euro? Haltet euch fest, 7 Euro für 180. Ich war, die 7 war richtig. Dann gab es eine Tasse von Angel. Einfach super süß und der 3D-Druck ist so nice. Als nächstes haben wir Simba. Mein absoluter Disney-Lieblingscharakter. Kommentiert mal mit eurem Lieblings-Disney-Charakter. Goofy durfte auch Paluten mit. Ich habe einfach alle Tassen von dieser Kollektion mitgenommen. Stitch lieben eh alle. Und zu meiner Kindheit habe ich auch so gern Chip und... Oh ja. Chip und Chap. Ritter des Schrecks. Die fand ich immer richtig cool, Mann. Chip geschaut. Also Simba und Chip und Chap meine Nummer 1. Aber natürlich darf am Ende auch nicht Mickey fehlen. Und an seiner Seite seine bezaubernde Minnie. Es gab auch noch 2 Müsli-Schüsseln von Simba und Chip und Chap. Für meine Mama und ihren Lebensgefährten habe ich da noch so eine süße Kaffeetasse mitgenommen. Und da ich ja mit meinem Freund im Disneyland war, dachte ich mir, wir nehmen uns auch noch eine Kaffeetasse mit. Wir haben einfach die von Simba und Nala genommen. Die ist so toll. Der ganze Spaß hat mich allerdings 180 Euro gekostet. Was findet ihr am schönsten? Ich finde Chip und Chap. Das habe ich so gefeiert. Wir packen die Bestellung von der lieben Laura und sie hat einfach komplett übertrieben. Kindercreamy. 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 Das habe ich noch nie gegessen. Kindercreamy. 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 Oh, okay. Wie oft denn noch Kindercreamy, Alter? Kindercreamy. Kindercreamy. Weil du für über 69 Euro bestellt hast, bekommst du eine Fruchtgummitüte. Oh, ey, so Fruchtgummis liebe ich. Oh. Und du bekommst auch von mir die Kinderbrioche on top. Direkt Diabetes, Alter. Willkommen beim Flaggenquiz. Oh, nein. Jo, ich bin nicht Basti GHG. Ich wurde von einem meiner YouTuber-Freunde in einer Aufnahme hintergangen. Und da... einfach Gustav. Angefangen hat es damit, dass er mich angeschrieben hat, ob ich Lust habe, Minecraft in VR durchzuspielen. Zusammen mit Tordi und Arikate hatten wir eine ziemlich gute Zeit. Nein, ich bringe jetzt keine Lösung. Okay, der Dings hat sich re-dings. Ja, danke, Bro. Wir haben nichts gesagt. Als wir dann aber im Nether waren, hat uns das Glück leider verlassen. Denn wir haben viel zu lange gebraucht, um eine Festung zu finden. Dann haben wir uns aufgeteilt. Kennt ihr das auch? Manchmal fehlt nur ein Mähnchauch. Und ich war derjenige, der endlich eine gefunden hat. Ja, das ist eine. Ja, Bro, du bist der Beste. Gustav ist zu mir gekommen. Oh, da bist du, Tobi. Hallo. Und wir haben angefangen, Blaze Rocks zu farmen. Und nach über 2,5 Stunden Aufnahmezeit hat Gustav mir von hinten in den Kopf geschossen. Was? Nein! Es tut mir leid, Bro. Schade. Jedes Mal, wenn man in der Schule groß muss. Warum ist da unten schon wieder dieser komische? Dieses Video hier geht an die Deutsche Bahn. Oha. Ich habe Fragen. Erstens, wieso ist das Licht an der Decke eigentlich immer an in den Abteilen, auch mitten in der Nacht? Licht im Flur, voll verständlich. Ein kleines Licht zur Orientierung. Ja, bestimmt zur Sicherheit oder so. Orientierung, auch verständlich. Aber warum muss so ein fettes LED-Licht genau am Sitz in meine Fresse leuchten, so? Ich kann nicht mal meditativ aus dem Fenster gucken, weil ich die ganze Zeit meine eigene Fresse sehen muss. Mit einem kleinen, angenehmen Licht könntet ihr euch Stromkosten sparen. Und ich könnte mir meine Nerven sparen. Und zweitens, warum sieht die erste Klasse genauso aus wie die erste? Ist nicht der Sinn einer ersten Klasse, dass man da irgendwelche Vorteile hat? Come on, bei diesen... Na, früher war es so, dass du da WLAN und eine Steckdose hattest. Bei achtlich höheren Preis hätte doch wenigstens was Kostenloses vom Bordbistro mit drin sein können, oder? Und wo wir schon beim Bordbistro sind, dieses Käse-Schinken-Baguette. Was packt ihr da... Ja, ich muss leider sagen, ich finde auch die Deutsche Bahn echt scheiße. Es gibt nichts, was ich an der gut finde. Außer, dass es potenziell chillig ist, von A nach B zu kommen. Potenziell. Hauptbahnhof ist immer in der Mitte der City. Alles entspannt, steigst ein, keine Sicherheitskontrolle, sonst was. Aber die Fahrt an sich ist in 99% der Fälle einfach scheiße. Meine Erfahrung. Dafür Drogen rein.
Ihr seid ein Bordbistro. Ich bin jetzt in den letzten Jahren nicht oft mit der Bahn gefahren, aber, und das ist nicht gelogen, in 95% der Langstreckenfahrten, also damit meine ich jetzt so Sachen wie, sagen wir mal, Köln, Hamburg oder sonst was, oder stimmt, Erfurt, München bin ich auch ein, zweimal gefahren. Junge. Bahn ausgefallen. Also in 95% der Fällen krasse Verspätung oder Bahnausfall. Immer. Wirklich immer. Es war so zum Kotzen. Ist nicht euer Job, das Sorry. Beste Baguette in ganz Deutschland zu machen. Wo lässt ihr dieses Käse-Schinken-Baguette herstellen und wo kann ich mir 1000 davon nach Hause liefern lassen? Und viertens, warum kommt ihr nur dann pünktlich, wenn ich zu spät bin? Wenn ihr ein persönliches Problem mit mir habt, dann sagt es mir. Ins Gesicht. Aber spielt nicht dieses Spielchen mit mir. Okay. Das hier ist der Razer Rapid Dry Triple X. Ein Gerät, das deine eklig Schwitzgarn schneller trocknet. Das mir fällt gerade nichts ein. Stellt euch vor, ihr seid gerade oder seid am Computer. Ja. Aber nach einer Weile fängt eure Hand an zu schwitzen. Und die ganze Maus ist verseucht von eurem Gulliwasser. Mehr als 100 Millionen. Aber meine Hand ist nicht schwitzig, glaube ich. Auf der Welt leiden an Schweißhänden. Also ich kenne es persönlich jetzt nicht. Aber ich will eine Lösung dafür finden. Man kann natürlich einfach ein Handgel nehmen, aber mal im Ernst, worüber solche Probleme so schnell gelöst werden kann. Außerdem war das gerade sein? Also ein paar PC-Ventilatoren, Kabel und anderes Zeug gesammelt, um was Cooles zusammenzubauen. Um die Reifen und Fans zu verbinden, habe ich ein paar Teile 3D gedruckt, die einfach perfekt rauskamen. Junge, er ist einfach schlau. Außer die. Das Kabelmanagement war schwierig, aber ich denke, es sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Spätestens da würde alles explodieren bei mir. Der Razer Rapid Dry Triple X. Alter. Find's okay. Das hier ist ein Ghost-Sensor. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Wenn man seine Hand davor hält, erkennt der Sensor es und der Rapid Dry fährt nach vorne, trocknet die Hand und fährt wieder zurück. Das Beste daran ist die extra hohe Sicherheit. Sicher für Rentner, Erwachsene, Teenager und sogar Säuglinge. Ein Baby überlebt das schon. Alter. Folgt mir auf Twitch. Tschüss. Ja, folgt ihm auf Twitch, Alter. Denn das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder.